Yo, Freunde, willkommen zu diesem Upload. Seid gegrüßt hier auf ApeCrime. Ihr wisst es, heute gibt es mal ein bisschen ein Video der anderen Art. Es ist Mittwoch heute, ihr wisst es eigentlich, kommen donnerstags die Uploads. Genau. Aber wir haben uns, das hat einen Grund dafür entschieden, dieses Video einen Tag vorzuziehen. Wir saßen halt gestern sehr lang zusammen und haben über eine Sache geredet, die wir euch schon lange sagen wollten. Viele von euch haben sicherlich schon mal von Hashtag Yandre gehört und wir wollten jetzt einfach, wir haben lange drüber nachgedacht, ob wir es machen oder nicht, aber wir haben dann gesagt, ja, nee, wir müssen das jetzt sagen, so. Ja, es fällt uns auch irgendwie nicht leicht, so, also es ist schon auf jeden Fall eine Überwindung, dieses Video ein bisschen zu machen. Wir haben halt gedacht, auch das in die Öffentlichkeit so zu bringen, dieses Hashtag Yandres, so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie ich ja, sagen das, soll. Das so war eine, schon clever, ja. So eine gute Tarnung quasi. Also vom Ding her dachten wir, yo, wenn wir selber auch dieses Hashtag Yandre benutzen, so, dann denken die Leute eher, dass das ein Witz halt ist, weil so wir es ja auch selber sagen. Aber dann waren wir doch nicht cool damit, weil da war doch schon mehr dahinter irgendwie so. Also es ist halt, es war ist halt mehr so, als ein Gag. Man fühlt sich, wir haben uns einfach auch schlecht gefühlt, euch quasi so auf Dauer zu hintergehen. Ja, es hat komisch gesagt. Was du meinst, ja. Wir wollen einfach jetzt, deswegen ziehen wir dieses Video auch vor, euch einfach sagen, wie es halt ist. Unter anderem auch, wir kriegen viele Fragen seit langem, ja, wir sagen halt auch immer in den Videos, wir sind Single, wir haben keine Freundin und dann kriegen wir tausende Mails am Tag, was ich auch verstehen kann. Jungs, wie könnt ihr, warum seid ihr seit Jahren Single? Ja, wie kommt das und so? Und ja, die Sache ist halt, dass wir halt bemerkt haben, wir haben gar nicht so ein krasses Interesse an Frauen halt. Und das hat auch lange gedauert, weil wir beide halt auch ein bisschen, wir wussten halt nicht, wie der andere dazu steht, deswegen haben wir das lang zurückgehalten, aber also dieses Hashtag Yandre, das ist halt so. Also ich schlafe jetzt auch seit ein, zwei Wochen gar nicht mehr in meinem Bett, ich schlafe auch immer bei Jan im Bett, weil wir halt einfach bemerkt haben, dass das irgendwie, dass sich das richtig anfühlt irgendwie. Ja, das ist, also es ist wirklich schwer, euch das einfach so zu sagen jetzt. Müsst ihr auch verstehen, dass das Überwindung kostet. Aber ich glaube, es ist einfach richtig, dass auch einfach mal... Ja, wir können uns auch gar nicht mehr davor verstecken. Es ist auch die letzten Tage ein Video aufgetaucht, wo man uns halt zusammen gesehen hat. Das war das hier. Mitbekommen. Zeigen wir einfach mal. Genau. Das wollten wir eigentlich auch halt aus dem Vordergrund, aus der Öffentlichkeit so raushalten, aber das hat sich auch so schnell verbreitet, dass... Deswegen wollen wir jetzt auch nicht das alles vertuschen. Wir zeigen euch einfach, wie es ist. Wer damit jetzt irgendwie ein Problem hat oder so, da können wir auch nichts machen. Wir stehen da auf jeden Fall zu. Wir stehen zueinander. Ja. Wer jetzt irgendwie sagt, yo, keine Ahnung, ist egal, was da draußen wer gegen uns sagt als Paar. Es ist egal, wir stehen dazu. Ja, das ist eigentlich alles, was wir euch mitteilen wollten, oder? Haben wir noch was? Wir wollten auch mal so einen dummen April-Scherz machen wie die. Wir haben es noch nie gemacht irgendwie. Liebe Freunde. Ja, ich würde erstmal sagen, wir wechseln. Erstmal die Location. Liebe Freunde, schreibt mal gerne in die Comments, ob ihr schon am 1. April heute erfolgreich verarscht wurdet von manchen anderen. Oder ob ihr so einen nicen Streich gemacht habt. Ja, genau. Vielleicht habt ihr ja euren Eltern oder so Streiche geschmiedet. Wisst ihr, liebe Freunde, was können wir euch sagen? Es ist sehr komisch. Jetzt seht ihr gerade, die Sonne scheint. Aber die letzten Tage, wir mussten uns in der Wohnung einschließen. Ich mach das mal vor. So. Es war wirklich so ein heftiger Sturm in Köln. Und diese Pflanzen sind alle umgekippt. Wir waren dann ungefähr hier so.
Den ganzen Tag? Akkuladen steht hier. Oh, shit. Ja, Freunde, ich zeige euch ja mal, was ich gemacht habe die letzten 2 Tage. Ich muss Jans Handy nehmen. Okay. Das hier ist, Jan zockt das auch, das ist so ein Imperium, was man sich hier aufbauen kann. Hier gibt es so Lagerhäuser und hier muss man halt, hier draußen sind unsere Bauern, die farmen hier halt so ein paar Sachen. Und das, ich bin da sau versunken die letzten 2 Tage drin und spiele das nur noch und wir bauen uns so eine, wie heißt das da, so eine Allianz. Ja, auch. So eine Allianz, genau. Und man kann ja auch irgendwie so chatten. Ich habe da auch schon mit ein paar von euch geschrieben, da ja, sind ein paar, die diesen, haben meinen Namen irgendwie erkannt. Ah ja, okay, du heißt hier Jan Apecrime. Ja. Okay, tricky. Freunde, ihr kennt eure Aufgabe, schreibt Jan Apecrime, großes J, großes A, sucht ihn, schreibt ja, wir packen euch das einfach mal rein. In den heroischen Chat. Ja, ist auf jeden Fall nice, ist for free, Freunde, wenn ihr da auch ein bisschen was euch aufbauen wollt, so wie wir. Wir sind auch schon in die höheren Ränge aufgestiegen und sind da so einfach hier, wir haben die Musik davon gecatchert und bauen die jetzt hier ein. Das ist immer Abwehr. Abwehr und dann schlagen, Freunde. Und, liebe Freunde, wir hoffen natürlich, dieses Video hat euch spontan etwas gefallen. Wir haben es, wie gesagt, vorgeschoben auf Mittwoch, um euch ein bisschen zu pranken. Ich hoffe, das hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns. Wir sehen uns am Freitag wieder oder in der App, Freunde. Im Chat der App. So machen wir das! Let's go! Ja!